Ja, je mehr Beispiele, desto besser bei der vollständigen Induktion. Ich habe den ganzen Kladderadatsch an Text weggelassen. Ihr sollt zeigen, dass die ganze Geschichte hier gilt. Ich denke, hier staubt ja auf jeden Fall Punkte ab für den Anfang. Ich habe jetzt 0 eingesetzt in beide Seiten. Es kommt jeweils ein Viertel raus. Es stimmt also schon mal für n gleich 0. Jetzt die Voraussetzung, wir nehmen an, dass die Formel für n gilt. Dann wollt ihr ja den n plus 1 einen Schritt machen. Ihr schreibt also jetzt k gleich 0 bis n plus 1, die ganze Geschichte, die sich eben zusammensetzt aus ganz normal hier die Summenformel bis n und der n plus 1. Schritt dafür, da kommen viele oftmals in der Lösung nicht mit zurecht, dafür setzt ihr jetzt hier überall für k n plus 1 ein. Wenn ihr das macht, achtet darauf, Klammern zu setzen, 3 mal Klammer auf, n plus 1 plus 1, nochmal eine Klammer drum, weil ich habe ja in diese Klammern 3k plus 1 für k eingesetzt, n plus 1. Wenn ihr das ausmultipliziert, 3 mal n ist 3n, 3 mal 1 ist 3 plus 1 ist 4. Entsprechend, wenn ihr hier für k einsetzt, n plus 1, kriegt ihr 3n plus 7 raus. Entsprechend jetzt, da wir ja vorausgesetzt haben, die Formel gilt für n, können wir für den ganzen Kladderadatsch jetzt entsprechend das Paket einsetzen. Das bleibt erstmal so, wie es ist. Naja, und jetzt haben wir das Paket hier. Und jetzt ist es ein bisschen ein Mix aus viele Übungsaufgaben, ein bisschen Glück und das richtige Erkennen. Ich habe jetzt das Schema gemacht, unten beides gleichnamig. Entsprechend muss ich hier unten 3n plus 4 mit 3n plus 7 erweitern, unten und oben. Das ist ja wie Bruchrechnung früher. Entsprechend unten 3n plus 7 und oben 3n plus 7 erweitert in Klammern. Plus 1 habe ich oben direkt auf einen Bruchstrich geschrieben, da wir ja unten den gleichen Nenner haben. Ausmultiplizieren und zusammenfassen ergibt das ganze Paket. Und jetzt an dieser Stelle, na vielleicht an dieser Stelle, ein Mix aus Übungssache, Glück und das richtige Erkennen. Das müsst ihr jetzt hiermit vergleichen. Und das, was hier rauskommen soll, soll ja n plus 1 Schritt weiter sein. Wenn ich also jetzt hier n plus 1 für n, so blöd das jetzt klingen mag, einsetzen würde, käme ja raus n plus 2 durch und hier jetzt n plus 2 wieder in Klammern eingesetzt. Ausmultipliziert und zusammengefasst wäre 3n plus 7. Das soll eigentlich hier rauskommen. Und wenn man jetzt so ein bisschen vielleicht dann vergleicht, 3n plus 7 haben wir hier unten schon, also müssten wir ja 3n plus 4 oben irgendwie nur so hinkriegen, dass wir wegkürzen können. Und tatsächlich kann man den oberen Ausdruck hier so hinschreiben, 3n plus 4 mal n plus 2. Ihr könntet auch probieren, hier oben eine Linearfaktorzerlegung zu machen, also sprich das ganze Paket 0 setzen, gucken was rauskommt und dann entsprechend aufteilen, denn an dieser Stelle könnt ihr dann wegkürzen und kommt genau auf den Ausdruck und habt dann gezeigt, dass wir mit der ganzen Geschichte n plus 1 Schritt weiter sind. Ich denke auf jeden Fall die Punkte am Anfang abstauben bei dieser Art der vollständigen Induktion. Und hier hinten mit ein bisschen Übungssache, ein bisschen Rumspielerei, setzt euch da ein Zeitlimit, dann kommt ihr vielleicht sogar zur kompletten Punktzahl.